Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Workers and Resources of the Republic. In der letzten Folge habe ich ja mich darauf konzentriert, hier unsere Stadt so ein bisschen grüner zu gestalten. Sprich, ich habe Bäume gepflanzt bzw. platziert und hier ein schickes kleines Denkmal, wie sich das für so eine sozialistische Stadt gehört. Wir sind ja eine Vorzeigerepublik hier, ne? Und unter anderem hier Kindergarten und noch einmal eine Schule. Das ist der Kindergarten und das ist die Schule. Beides Mods, beides unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wer also die letzte Folge verpasst hat, einfach in der Videobeschreibung nachschauen. Da gibt es die Playlist und ihr könnt euch alle Videos anschauen, die ich vorher schon gemacht habe. Worum soll es in der heutigen Folge gehen? Ich möchte mich hier dieses Mal um unsere Ölindustrie kümmern. Ich habe derzeit ja hier die Konstruktion ausgesetzt, weil ich möchte erstmal die Stadt mehr oder weniger fertig bauen lassen durch die Konstruktionsbüros. So rum kommt ein Schuh draus. Denn wir möchten, also ich möchte jetzt hier noch eine zweite Eisenbahnlinie errichten. Wir exportieren hier ja bisher nur Rohöl, was wir Überproduktion haben. Und im Prinzip möchte ich natürlich hier den Treibstoff und das Bitumen entsprechend herstellen und auch da natürlich den Überschuss exportieren. Und wie gesagt, dazu möchte ich jetzt hier noch mal eine Eisenbahnlinie errichten. Das heißt, ich brauche auch einen zweiten Bahnhof. Und den muss ich natürlich entsprechend so bauen, dass ich die Pipelines, die dann hier aus diesen Lagern kommen, Ölkraftstoffspeicher, die muss ich dann natürlich entsprechend an den Bahnhof anschließen. Und ja, das möchte ich. Ich glaube, es macht fast Sinn. Moment, ich schaue es mir mal ganz kurz an. Wir könnten theoretisch unten lang gehen oder oben lang gehen, aber ich glaube, fast oben lang wäre einfacher. Und entsprechend hier noch einen zweiten Bahnhof, den so weit wie möglich hier oben. Ja, ich fange einfach mal an und schau mir das dann an, ob das funktioniert. Ich gehe davon aus, dass es das funktioniert. Sprich, wir brauchen wieder. Nein. Die Pipelines, ja. Wie gesagt, mit den Pipelines müssen wir dort lang gehen. Aber jedenfalls brauchen wir jetzt hier so eine Ölkraftstoffladen, Entladen, Beladen. Und wie gesagt, ich richte das wieder schön natürlich nach dem Bahnhof aus, ist ja klar. Das soll ja parallel sein, das soll schick aussehen und so. Ihr wisst, das ist ganz, ganz toll wichtig. Und jetzt, wie gesagt, oh, da kriegen wir so einen Straßenanschluss hin, denke ich. Okay, ich sehe gerade, so rum wird das nichts, denn. Schaut an die Anschlüsse von den Pipelines. Das müssen wir quasi einmal rumdrehen, dass wir dort die Eingänge haben. Und wir müssen es natürlich so machen, dass wir auch beide Eingänge nutzen können. Denn wir brauchen ja Öl und Bitumen. So, okay. Und wie gesagt, jetzt muss ich das so platzieren. Okay, platzieren wir es erstmal. Ich werde es jetzt erstmal alles anschließen. Fangen wir einfach mit der Straße an. Okay, das wird so rum schon mal nix. Ja, da ist schon der Bahnhof hier im Weg, okay. Ja, das ist eng. Ich werde einfach mal die Straße hier noch weiter rumziehen. So, und jetzt müsste es ja funktionieren. Dass wenn ich das hier platziere, das ist eh vielleicht schon eine Verbindung. Ja, genau. So habe ich mir das gedacht. So, dann haben wir da auf jeden Fall die Verbindung. Der Knick sieht jetzt zwar nicht schön aus, aber vielleicht kann ich das später nochmal. Muss man natürlich von hier nochmal anfangen. Aber auf jeden Fall funktioniert die Verbindung. Und jetzt schauen wir uns an, dass wir die Pipelines platzieren können. Denn gerade die Pipelines sind ja immer so ein bisschen. Ich möchte jetzt nicht meckern. Wie gesagt, wir müssen einmal von hier rauskommen. Jetzt fließt es da automatisch an, ja. Nee, das wollen wir natürlich nicht mehr. So, dann müssten wir hier ein Stück nach oben. Können theoretisch hier wieder nach unten gehen. Und müssen dann nur noch dorthin. Das ist ja kein Problem, ne? Ach, ist das? Ah, wegen der Straße, okay.
Ja, jetzt sind wir hier natürlich einmal nach unten gegangen und dann gleich wieder nach oben, ne? Okay, das sieht natürlich, das sieht natürlich nicht gut aus und das ist auch nicht schick. Moment. Brechen wir nochmal ab. Wir gehen also gleich hier nach oben. So, behalten das oben dann jetzt bei, gehen über die erste Straße bis hierher, so dass wir, ich sag mal, an dem unteren Bahnhof vorbei sind. Infrastruktur ist im Weg. Okay, ich vermute, es ist die Straße. So, okay. Damit haben wir die erste Pipeline angeschlossen und jetzt brauchen wir natürlich auch noch die zweite von hier hinten. Na, bin ich mal gespannt, ob ich da... Es rastet halt dort immer automatisch ein, ne? Okay, auch das... Oh, nee. Ah! Okay, ich merke schon, die Pipeline ärgert mich, aber das bekommen wir hin. Ich meine, den Weg bis hierher, den haben wir jetzt ja quasi geübt. So, okay. Jetzt können wir leider nicht hier mittendrin anfangen, oder? Können wir mittendrin? Ach, doch, können wir schon. Okay, dann fangen wir einfach mal von hier an. Gehen auch gleich hoch. Also ich hätte es ja ganz gern... Okay, hier können wir nicht an... Ach doch, können wir auch, Moment. Okay, das würde mich jetzt ein bisschen ärgern. Und welche Höhe haben wir denn jetzt überhaupt? Ah, ich komme hier nicht parallel hin. Schade. Na, dann lassen wir es einfach parallel zur Straße laufen. Okay, ich sehe schon, das will mich wirklich ärgern. Genau. Also wir müssen hier auf jeden Fall drumrum. Da beißt die Maus Gefahren ab. Das Gebäude geht doch nur bis dorthin. Okay, also wenn wir es hier ansetzen, dann kommen wir immerhin hier rüber. Schließen das. Ja, es funktioniert, es funktioniert, es funktioniert. Naja, wer hätte das gedacht? Okay. Das können wir also so lassen. Wir haben jetzt diese Anschlüsse drin. Die anderen Anschlüsse machen wir auch. Wo können wir eigentlich auch gleich jetzt machen, ne? Dann können wir uns damit auch gleich noch rumärgern. Ne, das mache ich dann, wenn es fertig ist. Es ging mir jetzt nur darum, dass hier der Bahnhof komplett angeschlossen ist. Und jetzt können wir hier einfach die Schienen platzieren. Natürlich wieder mit Strom, ist klar. Und jetzt können wir schauen, ob wir entweder... Ne, ich würde ehrlich gesagt ganz gern hier so runtergehen.
und das halt anschließen. Da kommt auch wieder so ein kleiner Knick rein, seht ihr das? Wenn wir das direkt machen. Naja, machen wir es halt so, ne? Okay, dann zieh es erstmal nur bis hier. Okay, was ist da im Weg? Soll das der Bahnübergang sein, der hier im Weg ist, ja? Zu scharfe Winkel beim Bahnübergang, ja. Okay. Ja, das sind so einfache Spiele wie bei Transportservices. Da ist das natürlich einfacher, ne? Okay, schauen wir mal, dass wir einfach die Straße mal kurz wegmachen. Und versuchen jetzt einfach die Straße wieder drüber zu ziehen hier. Ja, was willst du denn? Zu nah an Kreuzungen. Und schon haben wir das Problem gelöst. Okay, ich kaufe das jetzt natürlich gleich. Okay, passt. So, damit haben wir das Problem behoben. Sehr schön. Ja, manchmal muss man das eine oder andere entfernen, ne? So, passt jetzt irgendwas mit dem... Ne, passt. Okay. So, dann können wir das Gleis jetzt hier ganz normal... Ich möchte es zweigleisig lassen. Weil auch die Rohölzüge werden weiterhin fahren müssen. Ja, wir können das hier natürlich ein bisschen beschleunigen. So, hier ist es interessant. Wir wollen die Linie jetzt natürlich, also das obere Gleis, kommt jetzt auf das untere hier drauf. Und die ganze Sache muss natürlich wieder mit Signalen versehen werden. Aber da kümmern wir uns gleich drum. Und auch natürlich hier wieder die Ausweichgleise, denn es werden natürlich auch hier mehrere Züge immer fahren müssen. Was heißt müssen? Ich möchte es auf jeden Fall so. Ja, das muss jetzt nicht unbedingt zu 100% gespiegelt sein oder perfekt sein, sage ich mal. Hauptsache, dass es halt einigermaßen hinhaut und nicht allzu schlimm aussieht, ne? So, sehr schön. So, jetzt haben wir auch die Bahnverbindung entsprechend fertig. Die werde ich jetzt auch 220.000 Rubel. Ja, Mai, was kostet die Welt, ne? So, der Bahnhof, 659 Arbeitstage. Schauen wir noch mal ganz kurz zur Stadt. Ja, jetzt fehlt es dann natürlich wieder hier, ne? Überall fehlen ja die Kapazitäten. Ja, ich sehe schon, wir müssen dann hier auch mal schauen, dass wir hier die Straßen mit Fußwegen bauen. Damit die Leute auch an der Straße lang laufen können, genauso wie hier. Aber das machen wir dann gleich. So, auch hier müssen wir uns jetzt wieder mit den Signalen beschäftigen. So, wir hatten ja ganz normale Signale, wie ich sie jetzt hier platzieren werde. Ziel ist es auch hier wieder, dass der Zug oder die Züge in beide Richtungen rein und rausfahren können. Und da hier sowieso immer nur ein Zug drin ist, können wir hier normale Signale lassen. So, hier wird es wieder interessant. Hier kommen wir wieder zu den Chain-Signalen. Ich weiß es gar nicht, habe ich... Genau, die Ausgangssignale E, okay. Ich habe das ja hier so, dass das hier ein Zug, also ein Abschnitt ist. Und hier im Prinzip, also diese Unterbrechung nochmal drin ist, sodass hier ein Zug stehen kann und der nächste Zug schon hier reinfahren kann. Wichtig ist aber, dass er hier das letzte Signal, das erste, je nachdem, was welche Richtung jetzt schaut, das sollte auf jeden Fall immer ein Chain-Signal sein, sodass halt der Zug hier auch wirklich anhält, sollte hier beides rot sein. Sprich, wenn hier halt zwei Züge drin sind, muss das Signal halt zwingend rot zeigen.
Denn theoretisch wäre das mittlere Gleisstück, das wäre ja frei, ne? Also hier könnte theoretisch ein Zug reinfahren, und das Chainsignal verhindert das halt, weil das sagt, Moment mal, hier die beiden Signale sind rot, da kann kein Zug einfahren. Also wird auch das Chainsignal hier unten rot und verhindert so, dass hier ein Zug einfährt und das blockiert. Dasselbe gilt natürlich auch in die andere Richtung. Da solltet ihr das auch machen, dass falls hier zum Beispiel ein Zug drin steht, so wie es jetzt hier der Fall ist, könnt ja hier noch einer dahinter. Und deswegen zeigt das jetzt hier halt auch rot an, ne? Weil der Zug das hier halt blockiert. Hättet ihr jetzt hier kein Chain-Signal, sondern ein normales, dann würde hier nochmal ein Zug reinfahren und könnte hier auch noch warten. Würde dann aber den Bereich hier blockieren. Ihr müsstet dann hier quasi nochmal ein weiteres Signal platzieren, was diesen Bereich wieder unterbricht. Also falls es da mit den Signalen noch Probleme geben sollte, ich kann da nochmal genauer drauf eingehen. Fragt einfach in den Kommentaren und da kümmere ich mich dann drum, ne? So, jetzt hier die Signale. Auch hier wieder ein Kettensignal, ein Chain-Signal im Ausgang. Natürlich nur in eine Richtung. Und dasselbe machen wir auch hier im Ausgang. Hier natürlich dann in die andere Richtung. Und jetzt unterbrechen wir das Ganze nochmal mittig. So. Sehr schön. Und das machen wir jetzt natürlich auch hier genauso. Und hier bei der Ausfahrt ebenso. Und mittig dasselbe nochmal. So, sehr schön. Jetzt kommt noch mal eine interessante Stelle. Jetzt haben wir ja diesen Bereich hier. Ich mache das mal. Ach nee, dann sieht man die Gleise besser. Ich lass mal so. Dann kann man das nicht. Hallo? Ach, weil ich das aktiviert habe, ne? Ging das nicht mal? Oder irre ich mich jetzt? Ach nee, die kennen. Ja, okay. Passt. Das ging noch nie. Micha. So, also. Auch hier haben wir ja wieder normale Signale und wie gesagt, das ist hier auch vollkommen in Ordnung. Man könnte es nochmal extra absichern, aber das ist nicht notwendig. Also ihr könnt jetzt hier natürlich auch Chain-Signale reinsetzen. Dann wartet der Zug hier auch wirklich, bis das alles leer ist hier. Aber da das ja sowieso ein einzelner Abschnitt ist, wie gesagt, das funktioniert so. So, hier haben wir jetzt ja zwei Gleise, die wir hier rein auf ein Gleis machen und dann hier wieder verteilen auf mehrere Gleise. Das heißt, wir brauchen auch hier wieder Signale. Aber zum einen müssen die Signale natürlich in beide Richtungen befahrbar sein. Ganz klar. Ne? Denn die Züge kommen ja reingefahren Richtung Zollstation zum Export. Und wenn die leer sind, kommen die natürlich wieder aus der Exportstation. Ja, Station, ja. Also von der Grenze fahren die dann wieder rein in unsere Stadt. Und dafür brauchen wir also auf jeden Fall Signale, die in beide Richtungen funktionieren. Und hier ist jetzt wichtig, dass das hier ist jetzt ein Abschnitt, der immer nur von einem Zug befahren werden kann. Sprich, das Signal hier zeigt rot an. Nehmen wir mal an, es kommen hier auf beiden Gleisen kommen jetzt hier Züge. Und hier stehen drei drinne. Den haben wir ja ein Problem, ne? Diese beiden Signale müssen auch dann rot zeigen, wenn hier blockiert ist. Also nicht nur dann, wenn hier ein Zug drin ist. Ihr seht das jetzt ja schon. Moment, mach mal Pause. Jetzt zeigen alle Signale in die Richtung rot und hier alle drei zeigen auch rot, weil dieses Mittelstück belegt ist. Wir müssen jetzt aber verhindern, dass hier ein Zug schon reinfährt, wenn hier alle drei belegt sind. Also wenn hier drei Züge drin sind, darf hier kein Zug mehr einfahren. Erstmals wird dann noch ein bisschen komplizierter. Das heißt, wir müssen die Signale von hierher übertragen. Also brauchen wir hier wieder Kettensignale. Das heißt, wir nehmen diese normalen Signale weg, machen Kettensignale draus. Jetzt lassen wir das mal weiterlaufen. Wenn der Zug jetzt hier einfährt, schalten die beiden auf blau. So, jetzt sind die beiden auf blau.
und sagen somit einem hier befindlichen Zug, ja, du kannst hier reinfahren, du kannst hier durchfahren, denn hier sind ja zwei Gleise, die frei sind. Jetzt haben wir aber noch ein Problem. Ich wiederhole es nochmal, wenn jetzt hier drei Züge drin sind, dann darf auch auf diesem Gleis hier oben und auf diesem Gleis hier unten kein Zug sein. Die Züge müssen hier vorne warten. Denn wartet der Zug hier, kann der Zug, der hier drin steht und hier rein muss, nicht mehr rausfahren, denn das Gleis ist ja schon belegt. Das heißt, wir müssen auch hier wieder darauf achten, dass hier diese Ausgangssignale ebenfalls Chain-Signale sind. Da müsste ich eigentlich welche platziert haben, wenn ich mich recht entsinne. Genau, sind beides Chain-Signale. Und sobald die hier auf Rot sind, also hier wirklich drei Züge drin sind, ich weiß jetzt nicht, wann das erstmal passieren wird, aber es kann passieren, dann bleiben auch die rot und verhindern so, dass hier ein Zug einfährt, so dass wirklich garantiert ist, dass mindestens erstmal ein Zug wieder rausfahren kann. So, okay, so viel jetzt nochmal zu den Signalen. Wie gesagt, das ist echt ein bisschen kompliziert, aber wenn man es eigentlich einmal drin hat, dann funktioniert das schon. Okay, wir haben hier einen W50. Sehr schön, freut mich. Interessant ist einmal IFA W50 abgedeckt. Ist das nicht, Moment, ich hatte doch da, glaube ich, einen Mod runtergeladen. Ach, wo ich hier gerade am Vorbeizoomen bin. Ich habe hier was vergessen. Hier fehlt der Straßenanschluss. Ja, ich kaufe den jetzt. So. Und zwar schauen wir mal. Offene LKW. Okay, oder habe ich den doch nicht mehr? Weil es gab den W50 nämlich auch mit Anhänger als Mod. Habe ich jetzt aber, glaube ich, doch nicht. Na okay, ist kein Problem. Ich schaue mir das nochmal an und schiebe das dann in der nächsten Folge nach. Weil der sah nämlich richtig cool aus und hatte auch Kapazität. Also wie gesagt, in der nächsten Folge schaue ich mir das nochmal an. Und suche den nochmal raus. Dass wir den hier nochmal im Spiel uns anschauen können. Er sieht schon cool aus, wie die Züge hier fahren, ne? So, wie weit ist der Bahnhof? Ich meine, er muss ja noch nicht schnell fertig. Oh Gott, 548. Ja, es fehlt an Arbeitskräften. Der Bahnhof hier unten, also die Bushaltestelle hier unten, die für die Arbeitskräfte zuständig ist, die ist ein bisschen langsam. Da kommt immer nicht viel. Aber die Busse fahren, immerhin, ne? Gut, schaut euch an, was das hier für, wie viele Baustellen das sind, ja. Das dauert halt natürlich alles ein bisschen. Mit den gekauften Schienen hier oben haben wir die ja auch gleich gekauft. Sehr gut. Okay, ich stelle die Spielzeit einfach mal ein bisschen schneller ein, damit es hier vorwärts geht. Nachschauen wir uns mal noch an. Okay. So, wie gesagt, das funktioniert jetzt soweit. Also hier können die Züge jetzt fahren. Wir brauchen natürlich noch keine losschicken. Was jetzt hier noch fehlt, wir haben natürlich noch keinen Anschluss hier an unser Zugdepot. Das müssen wir mal noch hier irgendwie hinzimmern. Also kommen wir hier komplett. Ja. Okay. Sehr schön. Man könnte fast sagen, das sieht professionell aus. Ne? Das ist total professionell. Jetzt können wir vielleicht, damit es noch mal ein bisschen besser aussieht, können wir das hier noch rausnehmen und ebenfalls hier auf so ein Gleis ziehen. Und kaufen das auch noch. So. Okay, so schaut es cool aus. Lassen wir so. So, jetzt hatte ich ja gesagt, ich möchte mir noch anschauen, dass wir eine Straßen hier. Ich habe ja hier keine Straßen mit Fußwegen. Und ihr seht das auch. Obwohl, die Leute können ja doch langlaufen, ne? Ja, wir machen da auch Fußwegstraßen hin. Da haben dann natürlich unsere Konstruktionsbüros noch mal ordentlich zu tun. Alle schöne einzelne Schritte, ne? So, das machen wir dann erstmal bis zum Einkaufszentrum.
Fehlt das Stück noch? Ja, das fehlt auch noch. Jetzt werden das natürlich auch alles wieder Baustellen, ne? Ja, ich lasse das Spiel dann mal ein bisschen alleine weiterbauen hier. Okay. Oh, jetzt erreicht er da die... Okay, ihr seht schon, das war jetzt, glaube ich, ungünstig. Okay. Jetzt haben wir die Autos alle selber schachmatt gesetzt. Sehr gut. Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass das zwar Baustellen sind, aber die Straßen sehen ja auch befahrbar aus, ne? So einspuriger Betrieb oder sowas, keine Ahnung. Der Bus, sehr schön. Okay, das, ja, okay, klar, die Busseite stellen. Die LKWs fahren. Ja, dann kaufe ich die Stücken jetzt alle. Sehr gut, okay. Okay, den Rest können dann die Konstruktionsbüros wieder machen. Ich hoffe mal, hier kommen langsam. Na, ein paar Arbeiter haben wir immerhin mal da. Okay, die stehen hier drin, sehr schön. Ach, okay, komm. So, dann haben wir die Straßengrößenfalls fertig. Dann tue ich das hier auch gleich noch aufwerten, dieses eine Stückchen hier. Ich lasse den Bagger noch durch, so. Okay, sehr gut. So können wir das jetzt lassen. Okay, das dauert also ein bisschen. Jetzt kann ich die Pipelines hier noch kaufen. Und dann werden wir die restlichen Pipelines auch noch anschließen. Ach, jetzt läuft die Pipeline da durch. Ich habe das nicht angehoben. Seht ihr das? Das sieht natürlich kurios aus. Okay, das werde ich noch korrigieren. Mache ich aber jetzt nichts. Mache ich dann ohne euch. So, dann müssen wir ja hier die beiden Tanks noch anschließen. Schaue ich mal. Weil hier haben wir zum einen Stromleitung, einen Fußweg und eine Straße. Das heißt, es ist relativ viel. Das Einfachste wäre es natürlich einfach so, ne? aber ich denke, das passt schon nicht wie in der Stromleitung. Obwohl, das könnte sogar... Ja, verwertbar können wir so lassen. Das weiß ich gar nicht, war das... Ich glaube, es war vollkommen egal. Notfalls müssen wir dann die Sachen nochmal ändern. Sprich, wie rum wir hier was anschließen. So, okay, damit ist jetzt alles soweit angeschlossen. Auch das können wir jetzt kaufen. Okay, das schaut ganz gut aus. Aber wie gesagt, das hier werde ich dann nochmal korrigieren. Denn das ist halt echt ein bisschen blöd. So, sehr schön. Okay, ja, dann würde ich das Video an der Stelle mal wieder beenden.
Diesmal habe ich ja nicht ganz so viel, sag ich mal. Wir haben jetzt hier die Schienen soweit fertig. Wir haben hier die Zugverbindung gebaut, sind nochmal auf die Signale eingegangen. Gut, das ist halt wichtig. Es ist ein bisschen kompliziert in dem Spiel, aber wie gesagt, so funktioniert es. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr dann in der nächsten Folge wieder dabei seid. Da werde ich dann hier die Gebäude abschließen und auch die Ölraffinerie abschließen oder sagen wir mal auf jeden Fall die Ölraffinerie und hier dann Züge fahren lassen, damit ihr auch das dann nochmal gesehen habt und dann seht ihr auch, wie das hier funktioniert. Okay, also wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Abend und ciao, bis zum nächsten Video.